Herzlich willkommen, krass Facebook. Ha, die Sendung, die erste, die ist eingeschlagen wie eine Granate und bin für 24 Stunden gesperrt bei Facebook. Weil ich krass Facebook halt nehme. Ich nenne ja nicht, es ist krass. Also Facebook ist krass, weil die ja menschliche Rechte einfach, ne, die behaupten da, du hast gegen irgendwas verstoßen. Das Wort krass Facebook ist eine Sache, ist eine Idee. Es geht ja nicht um Facebook persönlich. Facebook persönlich ist eine soziale Leistung, die halt hin und wieder missbraucht wird. So, einige behaupten ja, sie könnten eingreifen dort. Was sie nicht können, sie können ja ohne mein Passwort gar nicht rein. Und deswegen fühle ich mich halt geprellt. Hey, hallo, Grüße, hi! Alles fit im Schritt. Ja, geht mal nix so. So, wenn man die Wahrheit sagt und nichts als die Wahrheit, wird man bei Facebook für 24 Stunden gesperrt. So ist das nun mal. Ne? Das ist nun mal so. Bin hier auch noch kräftig am Arbeiten, bin gespannt, ob das alles so funktioniert hier. Eine Kundin, ist ja Weihnachtszeit, hat mir hier so einen Auftrag hingelegt, während ich jetzt hier mein Laudatio mache, dass ich 24 Stunden gesperrt worden bin, hoffe ich, dass das jetzt hier funktioniert, was ich hier mache. Ne? Hoffe ich, dass das funktioniert. Ja, bis jetzt sieht cool aus, er sagt nichts. In Ordnung. So, wie gesagt, ist Weihnachtszeit und ich mache meine Aufträge hier. Nur, wenn eine Firma vorbeikommt und behauptet, sie wäre eine redifizierte von der Firma Google und die Firma Google sagt, nee, das stimmt nicht, dann muss man sagen, hey Leute, das stimmt nicht, und dann können die dann einen erzählen, was sie wollen. Ne? So, wenn die Firma Google sagt, nein, ist nicht, stimmt nicht, ja, sie sind gehackt worden, ja, ich bin gehackt worden und Facebook hat dann reagiert und hat mich jetzt für 24 Stunden gesperrt. So, 24 Stunden bin ich jetzt nicht bei Facebook, kann euch also nicht antworten, kann nichts gucken. Aber ich kann ja Videos machen und die könnt ihr ja dann gucken. Und wenn ihr Interesse habt, verbreitet ihr es. Also ihr seid total recht herzlich willkommen hier in dieser Produktionsstätte. Ich mache gerne hier für Cobra 11. Ich mache auch gerne für krass Schule. Und das heißt halt hier krass Facebook, weil bei Facebook so viel passiert. Da werde ich also eine Wahnsinnssendung raus machen. Seht ihr ja, manchmal eine lange, manchmal eine kurze. Dabei arbeite ich halt noch. Ja, wen haben wir denn da? Was darf es denn sein? So, einmal das mit der Datengeschichte ist auch schon mal eine Lüge. Die da waren, waren nicht von Google. Da stand dann Google 360 und da stand den ihren Namen. Wenn ein Kunde dann daran vorbeigegangen wäre, hätten die auch den ihren Namen eingegeben und nicht unseren Namen. Und dadurch haben die sich ein bisschen gerecht bei Facebook. Und somit bin ich 24 Stunden bin jetzt also 24 Stunden gesperrt worden. Was auf eine Art stört mich nicht. Ich mache hier meine Arbeit für meine Kunden. Es ist eine Weihnachtszeit. Wir sind hier in der Bearbeitung. Ich bearbeite und mache meine Sachen. Nur ist es traurig, wenn da solche Leute kommen. Schauen Sie mal, wir kommen von Google. Wussten Sie eigentlich, dass Sie schon so und so viel? Ich habe nachgeguckt, ja, stimmt. Man kann bei Google, kann man reingehen und gucken, was da so ist. Und dadurch stellt man halt fest, dass es stimmt, dass da Klicks sind. Ein Foto hat 25.000 Klicks. Dieses Video, sagen wir mal, haben 13 sich angeschaut oder 5. Das kann man ja alles sehen. So, so wichtig bin ich ja nicht. Ne? Irgendwas läuft jetzt hier wieder schief. Wie das so ist. Man sollte nicht arbeiten und arbeiten. Das ist keine Arbeit. Das macht tierisch viel Spaß. Ich bin sehr gerne bei euch, unter euch, mit euch, auch bei Cobra 11. Macht das unheimlich viel Spaß. Es ist nur traurig, es ist eine traurige Zeit. Okay, es ist Halloween-Zeit, es ist Allerheiligen. Das ist halt dann so. Ne? Und da muss man halt was machen. Mal gucken, was wir da machen und wie wir es machen. Obwohl, ich brauche nichts mehr. So, ich höre hier auf, das ist nicht so doof, ne, ich habe keine Lust. So, wie gesagt, man wird beschummelt, also ich kriege viele Anrufe, dann kommen die mit so einem, ne, Tabletop oder Tab, ne, mit so einem Tab, schauen Sie mal, wunderbare Werbung, möchten Sie nicht auch? Ja, die wollen uns wirklich
für nichts. Das ist eine ganz tolle Masche, die da abläuft. Für nichts wollen die uns Werbung anbieten, ja? Unter uns, wer will Werbung bei Real sehen oder bei in so einem Konsum? Ihr wollt doch keine Werbung von mir in einem Konsum sehen. Also, ich weiß nicht, die versuchen hier wirklich mit allen Tricks versuchen die uns hier das Geld aus der Tasche zu ziehen, für nichts und wieder nichts. Wenn man das feststellt und sagt, stopp mal, wir wollen das nicht, ja, dann rächen die sich und werden so komisch. Ne? So, ich hatte schon mal so einen Fall, da wollte man mir Werbung, hörte sich auch gut an, in einer Universität, und ich arbeite hier auch für Universitäten, nur so weit weg, Duisburg und Recklinghausen, Duisburg und Recklinghausen kommen doch nicht zur Stadt Essen. Also hier die Uni in der Stadt Essen, da habe ich nichts gegen. Da kann man von mir aus Werbung hinhängen. Was ich aber auch nicht möchte, weil in der Uni selber alles gemacht wird und das Unicorn um die Ecke es für die alle macht. So, da gibt es sogar einen Spezialhändler mittlerweile, der das für die Uni macht. Also da braucht man mich nicht. Ich bin für euch da, bin für die Künstler da, ich bin für meine älteren Leute da, ich bin für die Mediengeschichte da, bin für die Fotogeschichte da, und dann hat sich das. So, das wisst ihr alle bei Facebook, und deswegen bleibt das auch. Facebook, wie gesagt, krass, Facebook, das bleibt. Mal schauen, wie oft man mich dann da weiterhin torpediert, weil krass, Facebook läuft bei YouTube als Kanal, als Sendung, und ich werde auch einige auflisten, wenn ein Kunde reinkommt, hier, komm, vor laufender Kamera. Du, der und der hat das und das gemacht. Ich habe auch gerade wieder Kunden gehabt, die wirklich auch durch andere wieder über Löffel barbiert werden. Und wenn wir ehrlich sind, wir werden alle mittlerweile über Löffel barbiert. Uns wird das Geld so dermaßen aus den Schuhen gezogen, beim Laufen schon. Und das ist nicht schön. So, ich habe sehr viele von VoiceOver gehabt, also ProSieben, die Sendung Voice. Die haben mir also auch Geschichten erzählt. Wow, wow, wow. Also, ist nicht schön. Ja, ist wirklich nicht schön. Und wir leben ja in einer ziemlich rauen Zeit. Meine lieben Freunde, bitte passt auf euch auf, an Bahnhöfen vor allen Dingen. Bitte an Bahnhöfen aufpassen. In Bussen und Bahnen bitte aufpassen. Es ist jetzt diese dunkle Jahreszeit. Und einige, ich will nicht wissen, was ab Freitag los ist mit Halloween. Wenn die da ihre Halloween-Geschichten machen, ich will nicht hören da. Wir werden merken. Also am 1. November oder 2. oder 4. November kann man ja eine Sendung machen, darüber berichten, was so am Wochenende los war. So, für 24 Stunden brauche ich mich jetzt bei Facebook nicht rumtummeln. Ist auch nicht schlimm. Ich denke mir, wie gesagt, eine wunderbare Geschichte aus, damit ihr irgendwas habt, wo ihr auch Spaß habt zuzuschauen. Soll auch nicht allzu lange werden. Ich begrüße also wirklich noch einmal die drei auf der sogenannten Bank. Und ich suche auch die Bank raus, wie ich versprochen habe. Und werde auch drei Püppchen da hinsetzen auf dieser Bank und die dann diese drei da darstellen sollen. Ob ich die Originalköpfe in einem sogenannten 3D-Drucker nachbauen kann, weiß ich nicht. Weil der Kollege, der das kann, das ist verdammt teuer. Man hat mich schon mal darauf angefragt, ob ich Erdogan, Nils und wie die alle so heißen, in 3D ausdrucken könnte, auf einer Puppen oder auf einem Puppenrumpf dann zu setzen. Und dann so eine Art Cobra-Geschichte. Ich habe, wie gesagt, meine Kollegen können das, aber mal eben 300 bis 400 Euro für den Kopf auszugeben, ist ja ein Sonder. Ist ein bisschen heavy, ist ein bisschen teuer. Und so gerne, wie ich Cobra 11 habe, so gerne, wie ich Erdogan, Nils und die anderen Schauspieler alle habe, ich habe es ja auch sehr gerne um mich herum. Und ich bin auch sehr gerne mit denen irgendwo, irgendwie. Aber man sollte es nicht übertreiben. Natürlich macht das Spaß, so eine Figur zu haben. Habt ihr das Lächeln von Michaela Schäfer gesehen? Da hat einer das für sie gemacht, ja. Da sollte nachher, das ging ja noch, aber was daraus geworden ist, weiß ich bis heute nicht. Da sollten so Figuren von Michael Schäfer, leicht bekleidet und so weiter und so fort, ne? So eine Puppe zwischen 142 bis 345 kosten, je nach Größe. Wenn ich jetzt hier Michaela Schäfer als Figur stehen hätte, wäre zwar ein Anziehungsobjekt, die Leute würden hier rein und würden auch, und ich müsste mir sicherlich was anhören und ich müsste mir sicherlich auch was von anderen Seiten anhören. Ne? Nichts gegen Michaela Schäfer, die macht ihren Job. Ist halt so, ist in Ordnung, soll ihre Jugend genießen. Wenn sie 50, 70, 80 ist, kann sie auch keinen mehr reiten. Dann ist das auch vorbei, weil die anderen machen das auch nicht mehr in dem Alter. Ne? Sind auch raus.
wir kennen die alle, die vor ihr da schon mal solche Sachen gemacht haben. Ne? Also Michaela Schäfer gibt es in 3D-Figuren, ist richtig, aber die anderen schaffe ich nicht. Ne? Also wie ich das da gesehen habe, nee, lass mal. Ja, ein Erdogan, ich weiß nicht, wer da einen Erdogan haben möchte oder Nils haben möchte, ja. Oder Pia jetzt als Figur oder so, weiß ich nicht. Mir macht es riesen Spaß dabei zu sein, mir macht es riesen Spaß es zu lesen. Ich habe jetzt auch dieses gesehen und ich habe auch die sogenannte Verabschiedung gesehen, die jetzt ja in Düsseldorf ist, ja. Und ja, wie gesagt, er hat es angedeutet, es geht jetzt, also wie gesagt, es geht jetzt voran. Fünf Personen insgesamt sind dann halt weg. Und also die letzte Folge jetzt, die ich jetzt mir angesehen, die war so düster, so traurig, ja. Aber mir fällt auf, immer wenn jemand geht, dann werden die Explosionen und so gemindert dargestellt, ja. Wie Danny gegangen ist, war der Wagen auch nur gezeigt, dass da was geschehen, ja. Und hier auch nur ein Unfall und das war's. Ja, und ja, bin gespannt, wie es zur Sache geht, wenn Pia und Erdogan im neuen Jahr 2020 loslegen, wenn alles neu ist, eine neue Gruppe, neue Polizeistation. Schauen wir mal. Ne? Also wie gesagt, die krass Facebook-Geschichte, krass, Facebook ist krass, ja. Das ist halt so. Hallo. Hallo. So, ich bin für euch da. Nicht nur online, virtuell, sondern auch analog. Und werde euch, wie gesagt, krass Facebook weiterhin. Es macht auch weiterhin Spaß, krass Schule zu schauen bei RTL 2. Es macht auch Spaß jetzt Detlef Scholzen, habe ich ihm versprochen. Ich werde also Sequenzen, wo Detlef Scholzen am Arbeiten ist, ab der 150. Folge ist er ja jetzt ziemlich stark involviert. Der Detlef Scholzen, der da den Gunther, glaube ich, spielt, also den Vater, und die Söhne werden ausgetauscht, weil der eine Sohn geht wirklich nach England und studiert, der geht aus der Serie heraus, der ist dann weg. Also ihr merkt, in vielen Serien, nur da wird halt nicht so ein Bahai gemacht, ist klar. Cobra 11 hat ein anderes Level wie jetzt krass Schule. Aber jedenfalls bei krass Schule werden auch hin und wieder Leute ausgewechselt. So. Detlef Scholzen, der da wie gesagt den Vater spielt, fängt ja jetzt auch an, die auseinanderzubringen. Das Mädchen, ne, die erste Folge, wie die in der Badewanne waren, ne, Badewanne, und dann geht er ja weiter und versucht die dann auseinanderzubringen und all solche Sachen. Also er spielt so ein AJR, so richtig so aalglatt. Ne? Ich spreche von Detlef Scholzen, der bei Krass Schule da, wie gesagt, einen Vater spielt. Einen reichen Vater und, wie gesagt, seinen Sohn da. Und jetzt auch richtig Ärger bekommt mit seinem Sohn, weil er ja versucht, die Liaison da auseinanderzureißen. Ich meine, ich finde es alles super stark. Mir macht es unheimlich viel Spaß, zu agieren, mich mit den Schauspielern darüber zu unterhalten, wie die Rolle war, wie die Rolle angesetzt war, wie viel Spaß sie gemacht hat oder nicht Spaß gemacht hat. Also ist doch, also ist es schon krass. Also Facebook ist so krass geworden, dass da welche auf einen aufmerksam werden und denen dann versuchen, da 800 Euro zu mopsen. Ja, letztens waren es 1200 Euro, die da gemopst werden sollten. Finde ich dann nicht so lustig. Ich finde es auch nicht lustig, dass die dann auf dieses Facebook-Account zugreifen, Behauptungen aufstellen und Facebook dann sofort schließt. Das ist an sich auch eine Frechheit, aber ist halt Facebook. Facebook will ein Diktat. Facebook will uns diktieren, lenken und will Geld machen. Ja? So ein Videoclip, den ich hier so mache, kriege ich dauernd ein Angebot. Ich soll da 21, 31, 41 bezahlen. Ich soll dafür bezahlen. Und dann fühlt ihr euch plötzlich belästigt, weil Facebook euch nämlich dann oder 31.000, 41.000, 16.000 anklickt da. Keine Ahnung, wie oft die das machen. Und dann Werbung schalten und ihr mögt keine Werbung. Ihr möchtet eure eigenen Sachen machen. Okay, wir Firmen brauchen an sich Werbung. Wir Firmen freuen uns, wenn wir Kunden bekommen. Aber ich möchte keinen Zwang. Ich möchte, dass die Leute hier weiterhin hinkommen, ihre Sachen machen. Ich freue mich auf die Studenten und so weiter und so fort.
Ich werde auch meine Präsenz jetzt ändern, weil ja die Firma jetzt da schätzungsweise irgendwas macht, um mich zu denunzieren, ist klar. Das wird jetzt wohl geschehen. Habe ich ja gemerkt, hier 24 Stunden bin ich bei Facebook gesperrt worden wegen denen. Ist doch klar, ja, hallo, ich lasse mir doch nicht 800 Euro klauen. Tut mir recht jetzt die Leid, meine lieben Freunde. Ich nenne Ross und Reiter, das habe ich euch auch gesagt. Also wer mich hier linken will, muss damit rechnen, dass Ross und Reiter genannt wird, öffentlich genannt wird. Also ich bin ein herzensguter Mensch, ich mache auch alles, ja. Ich helfe auch, wo ich kann, wirklich, ich helfe, wo ich kann. Aber wenn dann solche Klöpse da kommen, also das sollte nicht sein. Ne? Okay, dann wisst ihr Bescheid. So, ich arbeite jetzt hier an einer Weihnachtsproduktion. Es geht hier um Weihnachten. Ne? Und ich finde das toll, dass einige solche Sachen hier, wie gesagt, auf den Weg bringen. Dass einige wunderschöne Geschenke machen. Wie gesagt, Künstler helfen Künstler und einige Künstler helfen älteren Leuten. Ja, die schenken denen dann solche Sachen. Ich finde das nicht schlecht, ich finde es gut, was die da so machen. Und ich helfe auch so gut wie ich kann. Ich mache alles fertig. Das wird aber schätzungsweise erst im November abgeholt werden. Aber die Leute werden ihren Spaß haben. Und das ist natürlich wichtig, wichtig, dass die Leute ihren Spaß haben. So, und hier ist irgendwas schief gelaufen. Muss ich mal gucken. Da kümmere ich mich jetzt drum. Hier ist was schief gelaufen. Kann schon mal vorkommen. Sollte nicht vorkommen. Also dann. Krass, Facebook. Es ist mal wieder soweit. Es ist da mal wieder irgendwas geschehen, weil ich so nicht gutheißen kann. Also wenn ich noch mehr krasse Sachen bei Facebook finde, werde ich die also auch in der Sendung rausfahren. Also, ja, krass ist eine Menge, es ist eine Menge los. Wie gesagt, in der Welt der Politik werde ich mich nicht einschalten, die interessiert mich überhaupt nicht mehr, die Welt der Politik. Und wollen wir mal schauen, was wir da auf den Weg bringen. So, ich bedanke mich total und recht herzlich, dass ihr krass Facebook geschaut habt. Denkt mal drüber nach, was euch so geschieht bei Facebook. Ihr könnt auch drunter schreiben. Hör mal, kannst du nicht? Natürlich kann ich, warum denn nicht? Ich kann auch über 1&1 berichten, wie das da oder Medijon oder bei irgendwelchen Anbietern, die euch da über einen Löffel gebietet haben oder gebogen haben oder halt euch das Geld weggenommen für nichts oder wieder nichts. Viele haben ganz, ganz großen Stress mit den Vermietern, weil die Vermieter auch ganz, ganz viel Geld haben wollen. Für nichts und wieder nichts. LG zum Beispiel, das geht sogar bis hin zum Bundesgerichtshof, werden da einige Mieter gehen, weil LG, also die Vermietungsgesellschaften da ihre Mieter da über den Löffel barbieren. Also wir haben einen großen Stand, einen Minusstand, wir alle, die normale Bürger sind, die normale Angestellte sind, die normale Geschäftsleute sind, normale. Ja? Also alle normalen Geschäftsleute, alle normalen Bürger, alle normalen Jugendlichen, die also normal in dieser Welt unterwegs sind, haben doch im Moment den sogenannten Joker. Und dieser Joker ist natürlich nicht schön, absolut nicht schön, dass, wie gesagt, das so abläuft, wie es abläuft. So, ich gönne euch eine super tolle Freizeit, ich gönne euch ein super tolles langes Wochenende. Feiert schön Halloween, feiert schön Allerheiligen und schaut Cobra 11 und freut euch dessen, was da geboten wird von den Künstlern für euch, denn die bemühen sich wirklich, die bemühen sich, damit ihr was zu sehen habt. Vergesst das nicht. Der Beruf des Künstlers, der Beruf vor der Kamera, der ist hart. Der ist sehr hart. Um von euch gemocht zu werden, müssen wir Künstler sehr viel machen. Auch ich muss sehr viel machen, damit man gemocht wird. Dass ich gemocht werde von denen, die mich abzocken wollen, habt ihr ja gemerkt. Ja, die so tun, als wären sie von Google und gar nicht Google waren, muss ich einfach nochmal erwähnen. Passiert. Ich kann ja nicht immer auf alles aufpassen. So, jetzt bin ich 24 Stunden gesperrt. Bin also in 24 Stunden wieder da. Ja, dann kann ich mir ein bisschen Zeit lassen mit diesem Videoclip. Dann kann ich leider nicht bei Facebook einbinden. Wenn ihr diesen Videoclip bei Facebook seht, dann sind die 24 Stunden rund. Dann ist die Sache erledigt. Dann ist das von gestern an sich. Ist Internet, World Wide Web an sich eine Vergangenheitsgeschichte, wo alles vergangen ist
wo an sich gar nichts mehr echt ist. Also echt sieht anders aus. Okay, ich wünsche euch was. Viel, viel Spaß.